3, 2, 1, go! Hey, hier ist Chris und willkommen zu meinem neuen Video. Wundert euch nicht, wir sind gerade beim Campen. Ich zeige euch einmal ganz schnell unser Wohnmobil. Wir campen nämlich gerade das erste Mal in einem Wohnmobil, sonst waren wir immer im Zelt. Ja, hier ist irgendwie so eine kleine Küche, hier liegen Kissen, ein Tisch, dann kommt man hier rein. Und ja, das ist unser Bett. Wir haben es irgendwie nicht ganz hinbekommen. Irgendwas ist schief gelaufen. Auf jeden Fall ist hier unser Bett, wo wir geschlafen haben. Hier ist noch sowas. Dann geht's hier zu Max und Angie. Diese stehen hier gerade nur so. Max und ich schlafen dort. Angelina wird heute hier schlafen. Hier stehen bis jetzt noch unsere Sachen. Da ist noch ein Bett. Da stehen Max Sachen. Und dann haben wir hier noch eine kleine Toilette. Wir haben gerade eben übrigens auch gefrühstückt. Max putzt hier nochmal schnell Zähne. So, wir sind jetzt am Strand. Ich hoffe, man versteht irgendwas. Es ist sehr, sehr windig und da geht es jetzt rein. Windy, windy. Hast du Bock? Achso, ich stelle mir noch Sonnenbrille auf. Keine Ahnung. Ich bin nicht kurz weg. Aber ja, ich hab Bock. Ich gewinne. Also, ich habe eher weniger Bock. Ich war gerade eben schon einmal ein bisschen mit den Füßen drin und es ist arschkalt. Also richtig arschkalt und auch halt sehr windig. Und ich habe eigentlich nicht so viel Lust. Es ist kalt. Okay, ist gut, bitte, bitte, bitte. Lass mich mal ganz drin. Also es geht doch besser, ich will es nicht. Alles ist kalt. Ich möchte jetzt schon nicht mehr auf. Komm rein, komm rein. Ich möchte nicht, also echt nicht. Das Meer ist offen. Alter, wenn hier eine Qualle ist, schreie ich. Oh, ich geh auf Quallen zu. Es ist kalt. Nein, ich muss erst mal richtig. Hast du gerade gezuckt vor mir? Ja, ich hab Angst, dass du mich nass machst. Du musst erst mal eine Qualle suchen und Christian abwerfen. Die Leute einfach schreien raus, hab ich direkt gewonnen, ist ja cool. Aha, cool, hab ich das gesagt? Okay. Ist klar, hallo, nicht so schnell. Es wird immer kälter. Also, es wird immer kälter. Also, Qualle muss gesucht werden. Nein, keine Quallen. So fett, oh, ich friere. Warum? Warum muss man auf 3 reinwerfen, beide? Nein. Wieso nicht? Du auf 3, ich nicht. Ja, natürlich. Wenn wir schon im Meer sind, müssen wir auch beide ins Meer. Halt mal kurz die Kamera, ich brauche einen Zopf. Also, wenn wir beide schon sind, ne? Ja. Und beide ins Meer können, dann müssen wir auch baden. Egal wie windig oder kalt es ist, ist egal. Achso, übrigens, ab jetzt geht's los, wenn du das Meer verlässt. Okay. Ah, wieso nicht? Wir sind schon, warte, wir sind schon da. Das zählt nicht. Macht's Bock? Ich halte die Kamera hier. Ey. Qualle. Wo ist Qualle? Die Qualle, halt mal. Wo ist die Qualle? Wo ist die Qualle? Sag ich dir doch nicht. Du hast gerade gesagt Qualle, die muss ich nur sein. Ich hab so Angst vor Quallen, die sind so ekelhaft. Willst du rausgehen, Chrissy? Nein, bitte nicht, mir ist arschkalt. Aber Leute, schreibt mir jetzt die Kommentare rein. Habt ihr Angst vor Quallen, so wie Chrissy? Oder? Danke, danke. Hallo? Nein, stopp, bitte, wirklich keine Quallen. Lass uns einfach weiter reingehen, ja? Ich fass gerade meine Quallenhand an. Ja, das, egal, lass uns einfach weiter reingehen. Okay, wollen wir uns auch da reinschmeißen? Eigentlich nicht. Ja, warum nicht? Eigentlich echt Hallo, nicht. Warum hab ich überhaupt ein T-Shirt an? Warum hast du noch ein T-Shirt an? Das hat bestimmte Gründe. Warum haben wir überhaupt ein T-Shirt? Guck mal. Willst du mal essen? Hör auf, nein. Guck mal. Nein. Wer ist jetzt beide ein nein. Stück davon? Stopp, stopp, stopp. Und wer es nicht macht, geht raus. Okay, fängst du an? Nein. Wir schmeißen uns auf 3 erstmal rein. Guck mal, was da schwimmt. Ach, der Hund. Der Hund sucht danach. Das ist ein Leuchtturm. Mini-Leuchtturm. Boje. Guck mal, Chrissy. Da hinten sind Bojen. Guck mal, wollen wir noch hin? Sieht flach aus. Jackie, hören Sie sagen, da flach ist aus. Echt flacher. Wohin gehen? Ach, Bibi. Servus. Grüß Gott. Moinsens. Ah, ja, was geht ab? Wollen wir mal hinten rein? Nein, wir gehen noch ein bisschen weiter. Genau. Ich habe Angst vor Fischen. Ach, ich habe hier von übrigens so Info einen Fisch gesehen. Also, hör so ein so eine kleine Flachflummer. Ich weiß nicht, wie die Dinge heißen. Flummer. Oh. War der Hände kalt? Ich glaube schon. Oh Gott, das ist gerade eine unangenehme Zone. Das ist ja, das ist unangenehm gerade. Will ich mal rein? Lass mich bitte nicht allein, ich hab Angst. Wollen wir mal auf 3 jetzt rein, wenn wir schneller sind? Nein, ich will nicht rein. Komm, Chrissy. Es ist mir so kalt. Du musst das doch mal tun. Wir sind im Meer. Nein. Du musst auch noch mal schwimmen. Oh Gott. Oh. Ist das, wollen wir ein bisschen gehen? Da vorne war es irgendwie wärmer. Komm. 3, lass mich fallen dann. 2, 1. Oh mein Gott! Oh. Kalt? Oh, ist schon angenehm frisch, würde ich mal behaupten. Ah, aber es ist halt heute gar nicht mal so warm. Es sind gerade 17 Grad oder so. Ja, ich glaube 17 Grad. Es scheint zwar die Sonne, aber es ist halt echt nicht warm. So, Chrissy. Und davon bin ich. Jetzt wird's kalt. Also eigentlich nicht, ne? Ich glaube, du hast Bock, oder? Komm schon, Chrissy, jetzt. Ich hab's getan, du musst es tun. Ich zähle runter. Auf 3 mal. Ich zähle dich runter, ich zähle hoch. Auf 3 machst du, ja? 1, 2, und 3! Hallo? Ein Versuch, sonst gehst du raus.
Da hast du verloren. Eins. Zwei. Und drei. Ich bin schon weiter. Darf ich dich reinschubsen? Nein. Komm, nein, ich schubse dich rein. Dann mach's freiwillig. Komm, weißt du, ich hab mich hier gerade schon echt ein bisschen reingelegt. Ich muss das machen. Aber jetzt irgendwie Jetski fahren oder so. Warum denn Jetski fahren? Ist ja auch auf dem Meer. Wie kommst du denn jetzt darauf auf einmal? Du sollst ins Wasser gehen. Geh ins Wasser! Geh ins Wasser. Komm. Ey, Leute, wenn das unfair ist, Leute, schreibst du bitte jetzt in die Kommentare rein, dass ich rein musste und Chris jetzt einfach nicht. Schreibt mal in die Kommentare, mögt ihr das Meer oder lieber Airpool? Ich bin ja so der Cool. Ja, was machst du denn jetzt auf einmal, Pool? Das ist voll anderes Thema, jetzt geh rein. Du hast. Hallo? Okay, warte. Drei. Zwei, eins, go! Also selbst wenn das Mikrofon nicht gehen würde, man hätte das gehört. So, war es jetzt so schlimm? Ja. Es war nicht so schlimm. Mann, ey, es war nicht schlimm, Mann. Warum ist es so schlimm? Es war nicht schlimm, jetzt können wir auch weiter reingehen, oder? Bist du dabei? Hallo? Was wird das denn jetzt hier? Ich will den Boden nicht berühren. Leute, ich bin so ein Mensch, ich kann diesen Boden nicht berühren. Wenn ich irgendwas berühre, flippe ich einfach raus. Und ich kann nicht mehr sprechen, weil mir so kalt ist. Hab von deinem Ego, hab ich gehört, dass du ausflippst. Ja, ich hab eigentlich immer Wasserschuhe. Wasserschuhe? Oh mein Gott. Wollen wir jetzt mal da reingehen? Gehen? Geh du. Also Betonung auf gehen. Ja, geh du. Dann gehen wir jetzt zusammen. Okay, stopp. Nee, du wolltest, dass ich gehe. Eine Qualle, das ist keine Qualle, die irgendwie Fieber überträgt. Das ist einfach eine halt Qualle. Mich. Warum? Du kannst jetzt lange wieder stehen. Warte mal, was? Das ist auch mein Fuß. So. Oh, hast du auch noch Angst vor meinem Fuß? Danke für nichts. Ich kann nicht. Wieso kannst du nicht? Ja. Willst du rausgehen? So kalt. Wollen wir uns hinsetzen? Nein, mir ist so kalt. Willst du rausgehen? Können wir uns da vorne weiter hinstellen? Das ist Wasserwärme. So, damit ihr kurz einen Blick habt. Das meinte Christi gerade. Wo ist es weiter? Arme Qualle. Ich habe mich hier so gut reingesetzt. Keine Ahnung. Guck mal, hier können wir uns hinsetzen. Hier ist entspannt. Also hier geht's noch so hoch. Ich will so fern auf die Qualle reinsetzen, ne? Ne, ich gucke also erstmal, ob die Quallen sind. Keine in Sicht. Und setze mich jetzt rein. Das hier ist entspannt, um ehrlich zu sein. Wenn ich mich jetzt hinsetze. Dann da hoch. Richtig. Ja. So, jetzt ist auch ziemlich entspannt, auch gegen Sonne zu filmen. Jetzt sind wir halt. Wollen wir rausgehen? Nee, noch nicht. Aber du kannst doch als erstes rausgehen. Wie viel bekomme ich nochmal dafür, wenn ich gewinne? Gar nichts. Hä? Nur ich bekomme, wenn ich gewinne. 100 Euro. Oh, geil. Ich glaube, das will ich mir zuerst kaufen dann. Also ich muss sagen, ich gehe dann lieber ins tiefere Wasser, weil da war mir wärmer als jetzt gerade. Aber eigentlich will ich nur raus, ne? Geh doch. Nein! Ich hasse Meer. Also, ich finde es entspannt, hier drin einmal kurz reinzuschwimmen, wenn es richtig heiß ist, aber sonst nicht. Und wir haben gerade nicht richtig heiß. Hast du mal bei mir gewonnen irgendwann? Nein. Weil falls du bei mir irgendwo gewonnen hättest, dann hättest du jetzt rausgehen können, weil du hast das Geld schon bekommen. Also. Aber ich weiß nicht mehr. Ich habe nur einmal bei mir gewonnen. Bei was war das? Jetzt, oh mein Gott, ich habe die Idee. Wachbleiben, nee, da hast du gewonnen. Sie? Oh nein, bitte. Ah! Aua, ich bin fast umgefallen. Aua, hallo. Oh, es ist kalt. Willst du noch mal ein bisschen abbekommen? Nein, das nicht. Wollen wir eine Schlammschlacht machen? Nein. Ja. Danke. Dann geht noch mehr. Nein, halt, stopp, ist gut. Ist willst gut. Du rausgehen? Nein. Gehst du freiwillig? Nein. Ich hab ja noch mehr. Ich hab ja immer noch. Schade. Du ärgerst mich, das ist unfair. Ach was, sollst du auch rausgehen? Ja, ja, Sonne, lass mich nicht alleine. Lass mich nicht alleine. Andi, möchtest du für mich weitermachen? Nö. Warum? Du bist voll mit Sand. Nein. So verspricht man seine Menschen auch. Oh Gott. Ich geh raus. Echt? Ich erfriere. Andi hat mich überall nass gemacht. Auch in den Haaren. Und im Gesicht. Komm, kommst du mit? Warte. Da war schon. Ich komm mit, wenn du als erstes rausgehst. Komm bitte. Ich möchte in mein Handtuch fallen. Okay. Und dann am Strand mich sonnen, damit ich braun werde. Ich hoffe, man hört doch irgendwie irgendwas. Weil es ist absolut nichts für mich sowas, ne? Nee, ist absolut nichts für mich. Und ich mache es auch noch. Willst du rausgehen? Erst wenn du rausgehst, freu dich. Nee, ich schaffe das ja locker. Hoffentlich. Ich möchte aber raus.
Ja, geh! Ich möchte wirklich raus. Warum soll ich rausgehen, wenn du raus willst? Weil ich gewinnen möchte. Ja, nee. Kannst du auch mal einsehen und verlieren. Warum ist es so kalt? Als Ehrenfrau. Weißt du, wie oft ich schon verloren habe? Wenn du eine Ehrenfrau bist, kannst du jetzt rausgehen. Schreib mal in die Kommentare, wenn ich jetzt rausgehe, bin ich dann eine Ehrenfrau? Ja, klar. Okay. Natürlich. Doch, bin ich drin. Ja, so. Nein. Aua! Jetzt geh raus! Mir ist so kalt, bitte! Komm, geh raus! So, ich geh raus, meine Güte! Jetzt ist auch noch ein Tuch! Wir sind jetzt draußen und trocknen uns und sonnen uns. Ich würde sagen, es geht weiter mit einem ganz normalen Vlog. So, ich bin so flau. Wir haben schon wieder ein bisschen später, ein bisschen viel später. Ich habe einfach vergessen, den Vlog weiter aufzunehmen. Auf jeden Fall sind wir vom Strand wieder zurückgegangen. Ich habe mich erstmal gesonnt und wir haben dann etwas gegessen und ich habe jetzt überall Sonnenbrand. Also wirklich an den Beinen, an meinem Bauch, hier am Hals und an der Brust, in meinem Gesicht, an meinen Arm. Alles ist rot, außer mein Rücken. Und ja, dann werden wir auch schon grillen. Und dann geht's auch bald dann duschen und schlafen. So, wir haben mittlerweile, wie viel Uhr? 21 Uhr. Genau 21 Uhr. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Mein ganzes Gesicht ist rot. Ich habe vor allem hier Sonnenbrand. Aber wir haben uns gerade einfach hingelegt und sind fast eingeschlafen. Und ich muss das Video noch bearbeiten. Ich habe absolut vergessen mitzuvloggen, was ich eigentlich machen wollte. Wir haben gerade eben noch gegrillt und gegessen, genau. Ja, und jetzt liegen wir hier. Der Fernseher läuft dort, meine Schwester ist da, die war gerade duschen, Max. Ich hab die nicht eingeschlossen sind. Wir waren auch schon duschen. Ja, dann würde ich auch sagen, was ist mit diesem Video? Vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu hinterlassen, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren und in die Infobox zu gucken. Dort findet ihr einen Link zu meinem Merch und zu meinem Instagram-Account. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!